Nachholspiel des 48. Spieltags in der Mercedes-Benz Arena. Berlin hat 4 der letzten 7 Partien verloren, auch zuletzt 2-mal zu Hause. Und da braucht man vielleicht extra Motivation. Ein Lucky Charm, ein Marzipan-Pilz. Und dafür gibt es den Schläger zurück für die Fans von Clark. Berlin gegen Augsburg gefordert nach dem 3:6 gegen Straubing. Wollte man wieder gut machen. Und die bekommt man gleich nach 3,5 Minuten durch Bennett Rosmi. Der wollte eigentlich schon zur Bank fahren und den Wechsel beenden. Dann gibt es den Pass von Widerer und dann denkt er sich, na gut, dann schieße ich halt und mache mein 2. Saisontor. Früh dadurch Berlin mit Sicherheit in dieser Partie. Augsburg mit seinem 8. Spiel in 15 Tagen hielt zu Beginn der Partie gut dagegen. Hier die Gelegenheit für David Stieler, aber Niederberger, der trotz der 3:6 Niederlage und 5 Gegentoren im 3. Drittel gegen Straubing wieder zwischen den Pfosten stand, kann hier gut parieren. Dann das erste Powerplay für die Berliner. Scheibe kommt vors Tor. Scheibe kommt zu Nielsen. Der Powerplay-Treffer, das 2:0. Und Berlin ab diesem Moment ganz sicher in der Partie. Rohr kann hier noch parieren und dann aber Friesen zu frei mit zu viel Platz. Herr Spelletier sieht einmal mehr, dass seine Mannschaft auswärts Probleme hat. Nur 4 Siege in dieser Saison. Man braucht unbedingt einen Dreier, um den Rückstand auf Bietigheim aufzuholen. Aber das wird schwer, wenn man andauernd Tore einfängt im Powerplay. 2. Powerplay für die Berliner. Und diesmal ist es Nöbels, der satt abzieht und mit seinem 19. Tor auf 3:0 stellt. Augsburg begann das 2. Drittel selber in Überzahl, konnte nicht scoren und Berlin bekommt ein 3. Mal die Gelegenheit im Powerplay zu spielen. Bock mit dem Scheibengewinn spielt ihn rüber auf Byron und dann ist es einfach. Boyczak mit seinem 15. Tor. Zach Boyczak richtig stark drauf. Ein Streak in den letzten 5 Spielen. 6 Punkte, 3 Assists, 3 Tore. Hier nochmal die Vorarbeit. Gut gemacht von Dominik Bock. Dann geht die Scheibe über Byron rüber zum mitgefahrenen Boyczak und dann ist das eine Formalie. 5:0. Was gab es eigentlich von Augsburg? Die Mannschaft durchaus bemüht, aber im 2. Drittel das Torschussverhältnis 5:16. Und deshalb gibt es mehr Gelegenheiten für Berlin und Berlin macht noch einen. Boyczak an den Pfosten, Scheibe ist frei und Fiore bedankt sich. Saisontor Nummer 15 für ihn. Hier noch einmal rutscht die Scheibe vom Innenpfosten. Dann wieder zu Boyczak, der bringt den Puck rüber in Zusammenarbeit mit einem Augsburger. Und dann steht es 5:0 für Berlin. Und dann einmal Powerplay und dann ist die Scheibe mal drin, dachten alle. Aber sofort angezeigt von den Unparteiischen Lasse Kopitz und Alexi Rantala. Sie gucken sich die Situation noch einmal an. Wir erinnern uns neulich, Augsburg gerade mit Pech, dass ein bereits gegebenes Tor auf dem Eis dann nach Videobeweis, der gar nicht mal so klar war, doch nicht gegeben wurde gegen Köln. Hier kann man das so entscheiden. Es wird tatsächlich Chad Nearing, dieser Treffer, aberkannt, weil er die Scheibe, hier sehen wir es angezeigt, von Lasse Kopitz mit dem Handschuh gespielt hat. Dann Wechsel im Tor. Markus Keller ersetzt den entnervten Olivier Rohr. Nach 5:0, nach 2 Dritteln ist der Arbeitstag für Rohr beendet. Augsburg um Ergebniskosmetik bemüht. Selber im Powerplay. Scheibe kommt einmal zu Nearing. Der spielt ein 2. Mal klasse vors Tor. Vielleicht noch mit ein bisschen Brass, dass ihm sein Treffer aberkannt wurde. Hier bekommt er den Assist, weil er die Scheibe gut vors Tor spielt. Und dann geht es von Pales Knie zum 1:5. Hinter Niederberger, der damit den Shutout nicht bekommt. Berlin auch noch mit einer Chance. Allerdings ist es dann kein Tor im Powerplay für Boyczak. Den Spieler des Spiels mit einem Tor und einem Assist. Berlin gewinnt deutlich 5:1. We needed a bounce back win. I think we know this time of year, especially with us being in first place by so much, it's going to be tough games. Everybody else is coming hard at us and we haven't been playing the way that we should and we wanted to rebound this game and it seemed like it worked out really well for us tonight. I mean, I felt like we had good energy in the dressing room coming out, hoping to have a good start there. Yeah, unfortunately, that first goal kind of got us all disconnected. We weren't quite on the right page and then obviously our penalty kill struggled a bit tonight and gave him a pretty big lead. It was tough to dig out of that hole. Berlin sichert sich
das Heimrecht für die gesamten Playoffs als jetzt feststehender Tabellenerster der Hauptrunde der DEL. Für Augsburg ist die Chance noch da, in die Playoffs einzuziehen, aber sie wird geringer, nachdem man wieder keinen Punkt mitnimmt aus Berlin. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.